traditionell im Freispringen wird auch einer der bewährten Vererber gezeigt. 16 Jahre ist er heute, Accudetto 1, kommt gleich zu uns. Gleichzeitig der Schlusskandidat im Freispringen. Oder geht die Schwester noch von Kiwi Capitol? Nee, die geht nicht springen, oder? Da ist er, meine Damen und Herren. Reifer Beschäler, 16-jährig, Accurado 1 Contender, Lord, dann Otello Marengo. So setzt sich der Stamm fort. 25-43 die Stammnummer, ganz bedeutender Leistungsstamm, gezogen in der Zuchtgemeinschaft Dirk und Karin Oldekopp aus Schönwalde und von Anfang an hier in Kleinoffenseet stationiert, in den Spuren seines großen Vaters Accurado 1, der ja auch hier seine Beschälerlaufbahn begann und Geschichte geschrieben hat. Und Harm Sievers ist ja ein aufmerksamer Beobachter der gesamten Turnierszene und er hat gerade in den letzten Wochen mehrere Nachkommen von Accudetto international gesichtet haben. Wo war das und welche sind es? Ja, auf vielen Plätzen in Europa sind Accudetto-Nachkommen erfolgreich unterwegs. Und er hat ja gar nicht zu viele Stuten bekommen, aber wirklich gute Nachkommen. Und jetzt gerade eine Accudetto for Pleasure-Tochter, 8-jährig, für sehr viel Geld verkauft aus dem Stall Scherer, die unter Tobias Meyer ganz erfolgreich in den Youngster-Touren war. Anna Jo heißt sie. Und im letzten Jahr Accuvaro, ein Accudetto Calvaro-Sohn mit einem Aleš Opani, das ist ein Ungar, meine ich, auch ein Tscheche, bis 5 Sterne Grand Prix erfolgreich. Ein richtiger Hengst sehen wir jedes Jahr hier. Dieser Stamm natürlich auch wieder in aller Munde, gerade durch den letztjährigen Siegerhengst. Unlimited, Familie Tiedemann ist auch hier heute zu Gast, herzlich willkommen. Ja, und der gesamte Vaterstamm ja hier in Kleinoffenseet beheimatet gewesen, Accudetto im Grunde die 4. Generation. Accurado, der Vater, dann Accord 2 und Ahorn Z, alles Hengste, die hier in Kleinoffenseet gestanden haben. Also hier sind wahrlich Verträge mit Generationen geschlossen worden. Das neue Spiel kam hier. Wir müssen noch ein bisschen zum Warmen springen. Gut, dass Herbert ein neues Dach in der Halle hat, ne? Ein bisschen höher gemacht. So. Ja, nicht nur für Accudetto, aber ich glaube, wir können das noch ein bisschen erhöhen auf 2 Meter, würde auch machen, aber er ist immer noch fit, wird auch fit gehalten und bekommt auch immer seine Stuten jedes Jahr. Er vererbt sich eigentlich sehr, sehr gut und was du eben gerade gesagt hast, international sieht man überall seine Nachkommen, die im großen Sport gehen. Da bauen wir mal einen Ochse auf, Bernie. Freut er sich. Auch ein bisschen breiter ruhig. Das ist schon speziell, ne? Super. Viel besser geht nicht. Und immer wieder. Ja, Bernhard gibt noch einen drauf. Gleich hängt er in der Berechnung, Bernie. Pass auf. Vermögen kommt nicht aus der Mode. Oder?
nochmal auf den Stamm zu kommen, es ist ja ganz erstaunlich, wie viele gute Pferde im großen Sport gehen aus diesem Stamm. Ja, das ist schon gewaltig. Ja, das wollen wir sehen, diese Kunst, immer noch einen draufzugeben, Leistung zu zeigen, und obwohl er nicht im Sport ist oder nicht mehr ist, ist er doch in seiner ganzen Statur und in seiner Leistung geblieben. Wir bauen jetzt um, einen kleinen Parcours, und wir bitten Harm Tomelen bitte in die Bahn. Accordetto, meine Damen und Herren, in überragender Form.